Joho, Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mein Vlog. Heute ist es mehr ein Vlog Mein, weil normalerweise steht ja der Minecraft-Content voran. Wir reden etwas locker über Themen, lachen uns über Minecraft kaputt und erleben lustige Abenteuer und dann geht das Ganze in ein Videolog über. Heute ist es umgekehrt, erst das Videolog, dann Minecraft. Warum? Weil wir heute ein kleines YouTube-Tutorial machen. Ich habe mir eure Kommentare durchgelesen, euer Feedback und all das und all die ganzen Fragen ein bisschen gesammelt und mir dazu einen Leitfaden geschrieben zu einem kleinen Tutorial, how to start to YouTube, welche Programme, welches Equipment, was kann man nutzen, was gibt es da für Low-Budget-Möglichkeiten, wie komme ich an gute Grafiken ran, etc. pp. Ich hoffe, das wird den einem oder anderen vielleicht helfen, mit seinem Kanal durchzustarten oder was an seinem bisherigen Konzept zu verändern. Ich möchte jetzt nur zunächst erwähnen, dass ich hier viele Produkte nennen werde, die ich selber benutze oder die ich kenne oder wo ich sage, ey, das kann man machen. Aber ich krieg nichts dafür. Ja, das ist kein Product Placement. Ich muss halt einfach, sonst ja doof. Sonst, ja, benutzt dein Headset. Ja, was denn für eins? Ja, da, ich kenn gute, aber ich sag's euch nicht. Das ist ja blöd. Also, ohne Vorbehalt dessen nicht. Ich kann nicht schwören, dass nur weil ich das Produkt benutze, es gut ist. Oder so. Also, ihr müsst euch da selber im Klaren drüber sein. Reviews zu lesen ist sinnvoller, als dann vielleicht immer darauf zu hören, was Tante Honey so sagt. Ja, also von daher, starten wir jetzt durch mit dem Tutorial, ich will YouTuber werden oder ich bin YouTuber, was kann ich ändern oder wie arbeitet Honey mit ihren ganzen Krempeln. Und zum Schluss gibt es auch noch ein kleines Gewinnspiel, nur um das mal vorneweg gesagt zu haben, für den einen oder anderen, der vielleicht noch einen Avatar und einen Banner bräuchte. Wir hatten angefangen, erstens, der Punkt 1, ihr braucht einen Namen, ja. Etwas Einzigartiges, was euch mit der Community verbindet. Eine Möglichkeit, wie ihr benannt werden könnt von Leuten, ja? Individuell und einzigartig, idealerweise mit einer guten Bedeutung oder einem Wortspiel. Passt aber aus, wenn ihr aufpassen, wenn ihr euch ein Wort ausdenkt, ja? Das könnte in anderen Sprachen komische Dinge bedeuten. Kann man gewollt so nutzen oder auch nicht, ja? Denkt aber drüber nach, dass das halt ein Name ist, den ihr mit euch herumtragt und am besten ist es was Neutrales, Erweiterbares. Ich habe jetzt mal hier ein Beispiel genommen. Wir nehmen jetzt mal den Namen Lola Rockt. Keine Ahnung, ob es den schon gibt, ich habe nicht nachgeguckt, aber Lola Rockt kann ja so ziemlich mit alles bedeuten, weil Lola rockt was. Die Kanal-URL, die könnt ihr ab einer bestimmten Abonnenten- und Viewerzahl, glaube ich, auf YouTube beantragen, kann sich unterscheiden vom Kanal-Anzeigenamen. Zum Beispiel steht bei mir HannibalLP in der Kanal-URL, ja, youtube.com/HannibalLP. Allerdings ist mein Anzeigename ein anderer und das könnt ihr ausnutzen. Zum Beispiel von Lola Rockt ist die URL auch Lola Rockt und dann kann in ihrem Anzeigenamen drin stehen Lola Rockt Videospiele und Game Reviews. Dann wissen wir, aha, auf diesem Kanal gibt es Videospiele und Game Reviews. Da gucke ich dann mal rein, wenn es mich interessiert. So habt ihr die Möglichkeit, Werbung für euch zu machen, ohne dass ihr wirklich nervige Werbung für euch macht, ja? Das ist die Möglichkeit, die man dabei nutzen kann. Tja, wenn ihr euren Namen habt, müsst ihr euch entscheiden. Hobby-YouTuber oder Gelegenheits-YouTuber? Ich lasse die ganzen kommerziellen YouTuber da mal außen vor, weil ich da keine Ahnung habe, wie man da arbeitet. Ich kann nur sagen, was der Unterschied zwischen Gelegenheits-YouTuber und Hobby-YouTuber ist. Ich war mal ein Gelegenheits-YouTuber. Ich habe hochgeladen, wann ich wollte, was ich wollte. Jetzt bin ich Hobby-Let's Player, soll heißen, ich mache mir damit Arbeit und habe einen einigermaßen festen Uploadplan und bemühe mich, diesen so gut es geht einzuhalten. Deswegen sollte man sich halt auch dazu entscheiden, wenn man Hobby-YouTuber wird, einen Uploadplan anzulegen. Ich kann euch mal zeigen, wie sowas aussieht. Ich blende das einfach mal ganz fett über meine Nase drüber. Und das ist mein HannibalLP Arbeitsplan. Ich benutze dafür Google Docs und da die Tabellenfunktion, eine Excel-Tabelle ist das einfach. Da oben seht ihr das Datum. Das ist 10., 12., 13., 14., 15., 16. Heute ist der 16. Warte, ich mit dem Finger. Ja, nein. Ja, wo der Finger unten. Ihr seht da der Plan, wann, wo, welches Video kommt. Für heute habe ich weder Minecraft, Animal Crossing, Yoshi's Woolly World noch Don't Starve aufgenommen. Das muss ich noch machen. Ich weiß nicht, wie ich das zeitlich heute schaffen soll, aber YOLO. Nur Sims 4 habe ich aufgenommen. Das ist mit dem Kringel markiert. Runder Kringel heißt bei mir immer, ist schon aufgenommen. Kreuz heißt bei mir, habe ich hochgeladen, ist freigeschaltet und durchgestrichen heißt, kam an dem Tag nicht, du Lappen. Was hast du getan? Dann habe ich unten noch geplante Let's Plays, dann muss ich noch eintragen, was ich schon aufgenommen habe. Pokémon habe ich wieder ein bisschen aufgenommen. Child of Light möchte ich erst komplett aufnehmen. Terraria LPT ist geplant, aber pssst. Und Metroid Other M steht immer noch auf der Agenda und eines Tages. Tja, morgen werde ich wohl wahnsinnig viel aufnehmen müssen. Ich habe nämlich noch verdammt viel Arbeit und für München muss ich auch noch voraus. Ich weiß nicht, wie das schaffen soll. Vielleicht mache ich einfach mal wieder in der Nacht durch. Ha, mit ganz viel Kaffee.
Ja, das war mein Upload-Plan. Ich finde den ganz übersichtlich so und er hilft mir auch, meinen inneren Schweinehund zu überwinden, weil wenn ich sehe, boah, du hast ganz wenig gemacht oder du hast noch total viel zu tun, du musst das jetzt tun. Das ist auch meine Startseite, wenn ich meinen Browser öffne, das drückt mir das ins Gesicht. Du hast das und das jetzt zu tun. Manchmal steht da auch noch, was ich arbeitstechnisch zu tun habe, mit drauf, damit mir bewusst wird, dass es jetzt wichtiger ist als YouTube. Na? Nächster Punkt, mit dem ihr arbeiten müsst, um überhaupt planen zu können. Internet gut oder meh? Ist euer Internet schnell genug, um Videos schnell hochzuladen oder ist es mehr so meh? Eine Kollegin von mir, Wuschelkor Zock zum Beispiel, sie hat sehr schlechtes Internet. Das bedeutet, ein Video in guter Qualität, ja, das ist natürlich etwas größer, hat ein paar mehr Gigabyte, braucht dementsprechend auch einige Stunden, bis es online ist. Und das bedeutet, man kann natürlich am Tag meistens nicht mehr als ein, zwei Videos bringen, wenn überhaupt, wenn das Internet mitspielt. Das solltet ihr bei euch mit berücksichtigen, ob es überhaupt möglich ist, täglichen Content zu bringen. Ja, nein. So, ich gehe mal weiter hier auf meinem Konzeptblatt. Ich habe mir nämlich einiges aufgeschrieben, weil so ganz aus dem Kopf kann man ja doch nicht alles machen. Ihr habt euren Namen, ihr habt euren Plan, ihr habt eure Entscheidung getroffen. Dann eröffnet euren Kanal und erwartet gar nichts. Die Leute werden viel von euch erwarten, aber ihr dürft von den Leuten nichts erwarten, ja? Der nächste Punkt ist... So ein Kanal kann ja nicht einfach total grau und trist aussehen. Kanalbanner und Avatar sollten, wenn es geht, selbst gemacht sein oder von jemand gemacht sein, der das kann und nicht geklaut. Klaut keine Avatarbilder von anderen, nicht aus Google, nicht von irgendwelchen Blogs, nicht aus Tumblr. Packt nicht irgendwie einfach nur irgendein Wallpaper in den Hintergrund. Macht das nur bei lizenzfreien Bildern, bei Sachen, die ihr benutzen dürft. Da gibt es auch darüber, ich meine, so lizenzfreie Wallpaper. Man kann das auch mal machen. Manche, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwas Let's Playt von Electronic Arts, die sagen ja, Let's Plays auch monetarisieren und bla, alles freigestellt, dürft ihr machen, ist uns egal. Dürft ihr natürlich auch Wallpaper aus dieser Sparte benutzen, um sie zum Beispiel als Kanalhintergrund einzupflegen und so weiter und so fort, ist klar, weil es ist ja auch gleich wieder Werbung dafür, aber klaut einfach keine Grafiken. Als YouTuber sollte man sich mit Grafikprogrammen auskennen, weil man ja eigentlich auch die Thumbnails basteln sollte, ja? Dafür gibt es genügend Tutorials, gerade auf YouTube. Simples Beispiel, ich habe euch eine Basis in die Videobeschreibung gepackt, einen Dropbox-Link. Dropbox, da habt ihr die Möglichkeit, einen ganzen Ordner anzugucken, da habe ich einiges reingepackt, was euch vielleicht helfen kann, euren Kanal zu verbessern oder zu starten, beziehungsweise sind da einfach Grafiken drin und Informationen drin, sowohl zu OBS-Einstellungen und so weiter und so fort, quasi zu allem, was ich jetzt quasi hier im Video zeigen werde, ist da nochmal eine Grafik vorhanden. Ich empfehle Photoshop als Grafikprogramm oder die kostenlose Alternative GIMP. GIMP ist ein bisschen, blah, mag ich nicht sonderlich gerne, aber Photoshop gibt es halt als Schülerversion schon einigermaßen günstig. Und ich kann euch jetzt einfach mal, danke OBS, vielen Dank für diesen kleinen Tunnelscreen. Ich kann euch jetzt einfach mal zeigen, wie meine Base, die ich gebastelt habe, in Photoshop aussieht. Dass die Base quasi wie der Kanal drüber geblendet aussehen würde und wo der Avatar sitzt. Und das Ganze ist ein bisschen größer, damit man es noch in YouTube vernünftig zentrieren kann. Ihr könnt halt einfach ein Bild in den Hintergrund legen oder halt eine Grafik, ein Wallpaper und sonst was und dann halt draufschreiben, was für ein Kanal das ist. Also Photoshop hat die Möglichkeit halt mit vielen Schriftarten einfach zu arbeiten und vielleicht auch irgendwelchen Schriftstilen. Da gibt es auch jede Menge auf deviantart.com kostenlos zur Nutzung, zum Runterladen. Gerade wenn ihr nicht kommerziell arbeitet, ist das ja ziemlich Latte wie Bockwurst. Da darf man eigentlich so gut wie alles immer benutzen. Ich habe mir sehr viele von den Styles selber gemacht, habe auch welche gekauft im Internet, habe auch welche kostenlos runtergeladen und verändert, bearbeitet und so weiter und so fort. Da hat man jede Menge Krempel, mit denen man arbeiten kann. Und ja, das Ganze speichert ihr dann einfach halt so als Bild ab und habt dann die Möglichkeit, das auf euren YouTube-Account hochzuladen, ja. Kostenlose Schriftarten gibt es zum Beispiel auf dafont.com, ne, wie gesagt, GIMP auf www.gimp.org, da habt ihr die Möglichkeit. Ihr könnt kostenlose Brushes und Texturen auf deviantart.com runterladen. Lest euch immer die Nutzungsbedingungen durch, damit ihr wisst, was ihr da letzten Endes in der Hand habt. Und wer ein bisschen Geld investieren kann, kann zum Beispiel auf graphicriver.net. Graphic River, also Graphic, halt dementsprechend auch so geschrieben. Schritt auch nochmal, gibt es auch nochmal in der Videobeschreibung genau geschrieben. Graphicriver.net bietet die Möglichkeit, für recht wenig Geld für Single-Projekte Grafiken zu kaufen. Und wenn wir schon bei Nutzungsbedingungen und Lizenzen sind, wenn ihr YouTuber werden wollt, der Let's Plays macht, dann müsst ihr euch immer im Klaren darüber sein, was dürft ihr für Let's Plays machen. Also zum Beispiel weiß ich von Electronic Arts, dass es Let's Plays plus Monetarisierung in jeglicher Form erlaubt. Soll heißen, ihr könntet dann Google AdSense nutzen und eure Videos sogar monetarisieren.
Nintendo sagt auch ja zu Let's Plays, aber nicht zum Monetarisieren. Die claimen die Videos selber und es kann sein, dass euch die Videos gesperrt werden, weil ihr für die Musik keine Rechte habt. Ubisoft erlaubt Let's Plays, mit Genehmigung könnt ihr die sogar monetarisieren. Das ist bei NCSoft und Capcom genauso. Minecraft durfte bis jetzt immer monetarisiert werden. Ich weiß nicht, wie das jetzt nach dem Kauf von Microsoft ist. Bei Indie-Entwicklern sollte man immer halt die Publisher und die Entwickler fragen. Bei Indie-Spielen halt nach dem Motto, ja, darf ich uns, darf monetarisieren, ja, nein. Manchmal steht das sogar ganz offen auf deren Internetseiten, ganz offen bei deren Nutzungsbedingungen. Kann man sich mal angucken, ansonsten erkundigt ihr euch in Foren und die Möglichkeit, andere Let's Player zu fragen auch. Wenn ihr in einem Netzwerk drin seid, dann könnt ihr euer Netzwerk fragen. Gut, okay, ihr wisst jetzt, was ihr spielen könnt, was ihr spielen wollt, die Möglichkeiten, ob das geht, ja, nein, ihr habt euer Kanaldesign, eventuell ja, nein. Dann ist der nächste Punkt, wie überhaupt aufnehmen, das Equipment. Erstens, ein guter PC wäre schon schön. Habe ich Ahnung davon? Leider nein. Kann ich euch deswegen nicht viel helfen. Also ein i5 der neuesten Generation und alles über einer Grafikkarte von Nvidia 650 Ti, das ist mein ganz alter Computer, reicht aus, um Let's Plays zu machen in guter Qualität. Vielleicht nicht von allen Spielen, vielleicht nicht mit Witcher 3 in Full HD Auflösung, aber sagen wir mal, die wichtigsten Spiele laufen auf so einer Kiste und man kann auch damit aufnehmen. Gut, womit aufnehmen? Damit ihr was hört und damit die Leute euch hören, braucht ihr ein Headset. Ich sage jetzt nicht, kauft euch ein Mikrofon und sonst was, ich sage jetzt einfach mal ein Headset. Ich sage euch jetzt auch einfach mal ein Headset auf, was ich mal einem Freund geschenkt habe und was ich persönlich finde, eine ganz gute Qualität hat, vom Mikrofon wirklich eine sehr gute Qualität hat und wo man auch dann die Kopfhörer nicht hört. Das ist ein Plantronics Gamecom 780 Gaming Headset 7.1 Surround Sound. Also nochmal, Plantronics Gamecom 780 Gaming Headset. Ziemlich geil, hat einen verdammt guten Klang. Ich habe das Ganze auch in einer Review mir nochmal genau angehört, falls ihr dem nicht traut und eine Review gucken wollt. Das hier ist eine Review von einem YouTuber, wo ihr auch das Headset hören könnt, wo er sehr offen darüber spricht, ob ihr es gut findet, ja, nein. Ich persönlich finde es halt, weil ich es einem Freund mal geschenkt habe, ziemlich klasse und auch in jeder Review hörte sich das bis jetzt gut an. Ja, wo ihr das kauft, ist mir letzten Endes egal und das kostet, glaube ich, so um die 30 Euro. Ja, also das ist jetzt nichts Dramatisches und es ist wirklich ein gutes Headset. Ich empfehle darüber hinaus noch zum Arbeiten eine MMO-Maus, die Tasten an der Seite hat, genauso wie zum Beispiel meine hier. Tasten an der Seite. Nicht nur zum Spielen, zum vereinfachten Spielen, sondern auch, weil ihr die Möglichkeit habt, euch Tastenkürzel für Open Broadcaster auf die Seite zu legen, um die Kamera umzuschwenken, um auf eine andere Szene umzuschalten. Weil das ist in Open Broadcaster halt möglich. Ihr legt halt eine Szene an und gebt ihr halt einen Hotkey und dann drückt ihr zum Beispiel, wenn ich jetzt Minecraft hätte hier, würde ich jetzt einfach F5 drücken und wir schwenken jetzt hier über auf den Minecraft-Bildschirm. Ich drücke F8 und wir sind wieder in dem Vlog-Bildschirm, ja. Und das Ganze könnt ihr halt auch auf die Maus legen, wenn ihr wollt. Da gibt es verschiedene. UTech Smart Venus 50 ist eine MMO-Maus, die Lioncast Gaming-Maus LM30. Habe ich alle nie benutzt, kann ich sagen, ob die gut sind. Ich hatte meine Logitech G600, war okay, ist irgendwann kaputt gegangen. Habe mir dann die Razer Naga geholt. Ist genauso gut, keine Ahnung, ihr müsst das mal ausprobieren und schaut Reviews dazu, ob die gut sind, ja, nein, ob das irgendwas bringt. Ich habe halt einen Razer Naga, bin aber auch mäßig glücklich damit, weil der Sensor von dem Ding einfach jedes Mal, wenn es ein Razer Naga Software-Update gibt, vollkommen überfordert ist. Ich weine meiner Logitech ein bisschen nach, aber die war so klobig und groß. Ich habe noch nicht das Passende für mich gefunden. Ich bin mal gespannt. Ein Keyboard, das euch gefällt, wenn möglich. Ja, das ist kackegal, ob das eine billige Cherry-Tastatur ist oder irgendwas großartig Teures, wie irgendwie eine leuchtende Razer, Pipapo, hast du nicht gesehen? Schlag mich tot, Rocket, Bling, Bling, Shiny. Mechanische Tastaturen sind mega toll, aber auch mega laut. Mein Tipp ist, einen etwas durchsichtigen Schal über eure Hände zu legen, wenn ihr eine mechanische Tastatur zum Aufnehmen benutzt und euer Mikrofon sehr empfindlich ist, weil das dämpft extrem ab. Am besten noch ein dickes, großes Stoffmauspad unten drunter. Dann hört man von der mechanischen Tastatur wenig oder ihr investiert darin, der Gummi-Unterbänder zu geben. Man kann die Tasten alle ausbauen. Und dementsprechend halt, und wenn es nur WASD-Tasten sind, die leise machen, ja. Man braucht ja für die meisten Spiele sowieso nur ein paar Tasten, die kann man leise machen, aber das muss man selber machen. Das habe ich mal in einem Video gesehen und ich habe keinen blassen Dunst, wie das Ganze geht. Ansonsten einfach so eine Softkey-Tastatur zum Spielen, reicht aus, benutze ich auch. Ich habe so eine Razer Softkey, bla, schlag mich tot, Star Wars A Bunch of Old Shit Republic Tastatur mit Leuchti und Shiny, aber die habe ich halt einfach billig gebraucht gekauft, deswegen bin ich ganz glücklich damit. Webcam, nächster Punkt. Ich habe eine Windows Live Cam, die ist okay. Die Lichtsituation hier ist jetzt gerade in Ordnung und das Bild ist auch, ich denke, in Ordnung.
Ja, sieht so aus. Ich habe auch noch eine Logitech, mit der war ich nicht ganz so glücklich. Es gibt aber auch bessere Varianten davon. Schaut Reviews. Ich habe diese hier nach einer Review gekauft. Schaut Reviews von Leuten, die die in dunklen und hellen Lichtsituationen ausprobieren, die euch zeigen, wie die Software geht und entscheidet, ob ihr euch eine Webcam kauft. Ja, nein. Open Broadcaster kommt mit allen Webcams sehr gut zurecht. Open Broadcaster ist die Aufnahmesoftware, die ich benutze. Das ist auch genannt OBS, eine kostenlose Software. Ja, die ist schnell installiert und hat diverse Plugins. Ich benutze für Open Broadcaster noch das Video Source Plugin, damit ich ein Video in meine Szene integrieren kann. Damit spiele ich meinen Trailer ab, wenn ich jetzt zum Beispiel, Sekunde, hier wird mein Trailer abgespielt. Ja, zack. Kann einfach meinen Trailer abspielen. Das ist einfach nur ein Video. Und dem habe ich einen Hotkey zugewiesen. Das ist auf eine extra Szene und da blende ich dann halt rüber. Und das findet ihr im Forum. Im Forum findet ihr einfach Video Source Plugin. Das ist auch obsproject.com/forum/thread/video-source-plugin.12605. Da ist das Topic, falls jemand sucht. Damit mache ich meinen Abspann, meinen Vorspann von Sims 4, von Animal Crossing. Einfach live, ohne schneiden zu müssen. Die Trailer habe ich mit Adobe After Effects gemacht, nach Template-Vorlagen, die ich gekauft habe oder die es kostenlos gab, weil ich kenne mich mit Adobe After Effects aus, aber es dauert sehr viel. Es dauert lange. Es kostet sehr viel Zeit. Und das habe ich nicht. Und deswegen nehme ich Templates, die ich kaufe. Und es gibt auch tonnenweise Möglichkeiten, das mit normaler Videosoftware zu machen. Mit Premiere habe ich schon Zeug geschnitten. Windows Movie Maker, ich habe schon mit iMovie habe ich schon Trailer geschnitten, weil ich aus der Mangelung besserer Software nichts anderes hatte. Es gibt kostenlose Software dafür. Dafür gibt es auch wieder Tutorials. Schaut einfach mal ein bisschen auf YouTube herum. Nun, habt Open Broadcaster, ihr fügt dann halt euer Spiel dort ein, entweder als Fensteraufnahme oder direkt als Gameaufnahme. Im Idealfall solltet ihr Open Broadcaster als Admin gestartet haben, damit die ganzen Hotkeys innerhalb eines Spiels funktionieren, besonders wenn sich Spieler als Administrator starten. Und dann ist halt so, ihr habt einen Aufnahme-Key, den ihr euch setzt. Ja, ich kann das gerade mal mit OBS so ein bisschen zeigen, das sind so meine ganzen Einstellungen. Hier seht ihr zum Beispiel die Daily Dose Minecraft, wie das ist, der Trailer, das Vlog, alles einzelne Szenen, das ist eingespielt, die Kamera, das Mikrofon. Da seht ihr das Plugin, das Video-Plugin, das man benutzen kann. Diese Bilder findet ihr alle in der Dropbox, in dem Dropbox-Folder. Diese Bilder sind alle in dem Dropbox-Folder, also meine Settings, wie das eingestellt ist zum Aufnehmen, welchen Codec ich benutze, etc. pp. Alles im Dropbox-Ordner, diese Bilder sind alle da. Und ich drücke dann halt die Aufnahmetaste. Ja, und dann labere ich Anmoderation, Gameplay und dann labere ich die Abmoderation, drücke ich wieder meine Aufnahmetaste und dann ist das Video fertig. Dann kann ich es hochladen. Natürlich, wenn ich zwischendrin hin und her blende, dann drücke ich noch andere Knöpfe, ist klar. Ja, wie ihr eure Open Broadcaster Software einstellen könnt, das ist ja auch ein bisschen entscheidend daran, wie gut euer Computer ist. Da ist eigentlich hauptsächlich der Punkt, den man hier sieht, dieses super fast, very fast. Ich glaube, ihr müsst dann irgendwie... Je slower ihr da diese Codierung einstellt, desto leistungsstärker muss euer Computer sein. Je schneller ihr es einstellt, desto niedriger ist die Qualität, aber desto einfacher ist es quasi für euren Computer, das Video zu codieren. Probiert es ein bisschen herum. Mein Computer hat, weil die CPU am Geist aufgeben ist, halt die Einstellungen. Es gibt bessere Einstellungen, aber ich kack so ein bisschen auf Super 4K, hast du nicht gesehen. Die Qualität ist doch okay, wer guckt das schon auf dem Full-HD-Bildschirm? Machen einige, ich weiß. Aber dann sitzt ihr ja auch nicht davor und glotzt jeden Pixel an, ja. Okay, Thumbnail basteln. Das ist natürlich wieder in einem Grafikprogramm. Denn wenn ihr das Ganze hochgeladen habt, wollt ihr natürlich auch, dass es ein schönes Thumbnail hat. Und da nehmt ihr ein Thumbnail in 1920x1080 Pixel Größe. Und dazu gibt es auch eine Vorlage, die ihr in der Dropbox bei mir findet. Und mit einer Pixel-Inch-Auflösung von 72. Ich und Zahlen, ne? Zahlendreher ist eine ganz tolle Sache. Hab, wie gesagt, eine Datei dazu in der Dropbox verlinkt. Und Idealfall Logo des Spiels, ein Screenshot in den Hintergrund, die Folgennummer hinein oder nur eine Farbe in den Hintergrund. Und dann habt ihr die Möglichkeit, quasi zum Beispiel in GIMP halt einigermaßen schönes Thumbnail zu machen. GIMP ist eine kostenlose Software, die ihr euch runterladen könnt, falls ihr Probleme habt, die richtigen Werkzeuge einzustellen. Ich zeige das auch nochmal gerade hier, wie man die Werkzeugleiste so einstellt, dass sie so aussieht wie bei mir, damit ihr nicht die Probleme kriegt, dass das bei euch nicht so aussieht. Ich habe auch GIMP im Hintergrund ganz groß gemacht. Ich füge jetzt hier gerade noch die Werkzeugtools hinzu und man erstellt sich dann im strengsten Fall halt eine neue Datei. Ich mache das halt eigentlich immer so, ich habe all meine Thumbnails auf einer Datei, packe die in verschiedene Ordner. Hier seht ihr auch die Größe, hier seht ihr auch... Die ganze Übersicht, wie das hier in GIMP aussieht. Und dann habt ihr halt die Möglichkeit, einfach per Drag and Drop auf ein Logo reinzuziehen, im besten Fall mit transparentem Hintergrund. Da sucht ihr dann halt über
Google halt mal, ey, Logo von zum Beispiel Guild Wars 2 PNG oder transparent oder sowas. Und dann zieht man das ein bisschen größer und dann setzt man das mittig hin. Und dann schreibe ich da noch meine Folgennummer hin. Da habe ich die Möglichkeit, die Schriftart auszuwählen und die Größe davon. Ist nicht so detailliert wie in Photoshop. Man kann es nicht so schön machen, aber wenn man ein bisschen da rumarbeitet und rumbastelt, geht das auch, ja. Ich bin kein großer Freund von GIMP. Es tut mir leid, ich finde, dieses Programm ist dafür, auch dass es kostenlos ist und alles pipapo, totaler Murks im Vergleich zu Photoshop, weil ja alles super umständlich ist. Ich empfehle da auch noch das Layer Effect Plugin von GIMP. Das ist GIMP Layer Effects, braucht ihr einfach nur googeln. Da steht auch, wie man es installiert und wie man es nutzt. Ja, also ich persönlich mache dann meistens halt einen Screenshot. Ich nehme dann halt jetzt mein Video, zu dem ich das machen möchte, mache einen Screenshot und benutze dafür ein Screenshot-Tool, das nennt sich screencloud.net. Das ist ein Programm auf eurem Computer, da könnt ihr einfach mit einem Tastenkürzel dann halt einen Screenshot machen, das entweder in die Zwischenablage speichern, das geht bei Photoshop, oder halt in einen extra Ordner, das habe ich jetzt halt hier. Und nehme mir dann halt aus dem extra Ordner mein Bild, ziehe das per Drag and Drop da drauf und habe die Möglichkeit halt dann damit zu arbeiten. Also ich weiß, ich bin jetzt nicht so der große Freund, wie gesagt, von GIMP und das besonders schön zu machen, aber ich denke, man kann auch in GIMP recht viel Schönes basteln. Wichtig ist einfach nur, dass ihr wisst, wie ihr Sachen größer und kleiner machen könnt. Ich bin absolut enttäuscht von dem Auswahlwerkzeug-Tool in GIMP. Ich komme damit nicht klar, ich müsste mir Tutorials dazu angucken. Jetzt sieht man natürlich hier im Hintergrund entsprechend nicht den Schriftzug von Guild Wars 2. Jetzt schneide ich da irgendwie eine einzelne Partie noch von aus und macht das heller oder dunkler. Also man hat da viele Möglichkeiten, ein bisschen was zu basteln und zu tun. Aber ich bin halt, ich weiß ja nicht. Also ich und GIMP, ich glaube, wir werden keine großen Freunde werden. Zumal es auch nicht sonderlich gut in der Performance ist. Also es ist nicht sehr performant auf meinem Computer. Fühlt sich zumindest nicht sonderlich flüssig alles an. Gut, ich habe jetzt nebenbei jetzt hier natürlich noch aufgenommen, das alles. Aber ich war trotzdem nicht so zufrieden. Ich habe jetzt das hier zum Beispiel einfach so gemacht, dass ich diesen Bereich da einfach ausschneiden möchte und nochmal drüberlegen möchte und dann den Hintergrund transparent machen will. Und das klappt nicht so, wie ich mir vorstelle, weil ich komme mit GIMP halt nicht klar, weil die Scheiße. Das Programm ist voll gut. Nein, es ist toll dafür, dass es kostenlose Software ist, aber da muss ich ein bisschen erst damit auseinandersetzen. Und ich tue das jetzt einfach kopieren und dann halt als neue Ebene oben drüber packen und dann ist es gut. Ganz wichtig ist eigentlich nur, dass ihr wisst, wie ihr das Ganze abspeichert. Erstmal, damit ihr die ganzen Dateien behaltet und jederzeit einfach die Folgennummer oder so ändern könnt, solltet ihr euch entsprechend die Datei erstmal offen abspeichern und dann immer exportieren als JPEG. Ja, damit ihr es auf YouTube hochladen könnt. Also das ist ganz wichtig, sowas als JPEG zu exportieren. Können wir jetzt zum Beispiel die Deckkraft ändern, damit man das auch noch lesen kann. Und man sieht dann den Charakter da noch und das ist ganz cool. Und dann könnt ihr noch verschiedene Ebenen dazu machen oder coole Effekte hinzuzufügen und so. Im Notfall macht ihr einfach einen glatten, normalen, einfachen, farbigen Hintergrund, weil, also ich kann euch jetzt schlecht Grafikdesigner-Tipps geben. So und so sieht Grafikdesign geil aus oder macht das so und so. Ich kann euch da schlecht jetzt Tipps geben, wie man da irgendwas schön machen kann, weil das hat man nicht, ist nicht umsonst ein Lehrberuf, ja. Das ist so ein bisschen Learning by Doing und Tutorials gucken. Ist aber ein wichtiger Part, dass man gut zu lesende Thumbnails hat. Denkt dran, dass, wie lange eine Folge geht, immer ganz unten rechts steht im Thumbnail und das ganz gerne mal einen Text überdeckt. Also zum Beispiel so eine Folgennummer unten links oder direkt in der Mitte des Bildes ist schon ganz sinnvoll. Ich experimentiere gerade hier noch mit diesen ganzen Ebeneneffekten rum, die ich dann doch alle irgendwie total kacke finde und ich entscheide dazu, das dann ein bisschen wegzumachen. Ist jetzt nicht sonderlich hübsch, aber ja, ne, Dinge passieren. Jetzt packe ich das hier noch ein bisschen mittiger dahin. Und dann kann man das auch noch ein bisschen weiter zur Seite stellen. Das muss ja nicht perfekt aussehen, weil jetzt ja ein Beispiel. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, das Ganze zu speichern. Ich hoffe, das kommt. Ja, da kommt es dann. Exportieren als. Und dann gehen wir da unten in die erweiterten Einstellungen, wo auch immer ihr das hin exportieren wollt. Erweiterte Einstellungen und dann sucht ihr euch die JPEG-Version da raus. Da. Und dann speichert ihr das Idealfall mit der Nummer und dem Projektnamen oder in Projektordner mit der Nummer, das in Ordner und schöne maximale Qualität, damit es gut aussieht, ja. Daher braucht ihr nichts anderes einstellen und dann packt ihr das halt einfach dann auf euer YouTube-Video als Thumbnail und ist gut. Ja, das ist nicht sonderlich kompliziert. Hallo, da bin ich wieder. Tschüss, GIMP. Ja, wie gesagt, ich und GIMP, wir sind nicht so die besten Freunde, aber naja. Ein Name für das Video ist auch noch wichtig und das ist gar nicht so einfach. Sinnvoll ist natürlich zu sagen, wenn jetzt ein Let's Play ist, Let's Play bla bla bla.
Und dann noch den Namen zu einer Folge oder die Folgennummer. Wie ihr das gestalten wollt, schaut ihr euch am besten bei anderen YouTubern ab, wo ihr denkt, oh, okay, das sieht gut aus, das gefällt mir. In der Videobeschreibung sollte was zum Videospiel stehen, zu euch stehen, Links stehen und alle relevanten Hinweise, die eventuell wichtig sind. Besonders wenn ihr Product Placement habt, etc. pp. Dass ihr darauf achtet, dass in der Videobeschreibung alles relevant und wichtige ist. Oder wenn ihr Product Placement habt, dass es im Video steht und gesagt wird. Das ist natürlich auch ganz wichtig, ja? So, am sinnvollsten beim Hochladen ist das Ganze auch noch zwischen via Facebook und Twitter zu teilen, weil die Leute auf mehr Plattformen Möglichkeiten haben, auf eure Videos zuzugreifen. Viele Leute bei mir entdecken die Videos nur über Twitter. Eben, wie gesagt, weil YouTube Probleme hat, das Ganze vernünftig zu teilen. Es kann sein, dass eure, selbst wenn ihr abonniert worden seid, dass die Leute, die euch abonniert haben, das in der Abo-Box nicht sehen. Und man muss es auch oft aktivieren. Und bei YouTube sind viele Sachen ziemlich stark versteckt. Wie bekommt man jetzt Aufmerksamkeit, wenn man neuer YouTuber ist? Indem man eben nicht nach Aufmerksamkeit sucht, quasi. Ich habe viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich erzähle mal meinen Werdegang. Ich habe sehr viele YouTube-Videos geschaut. Alleine natürlich auch deswegen, weil ich wissen wollte, hey, wie mache ich das als YouTuber? Und wie läuft das überhaupt? Ich habe mich natürlich viel informiert. Und ich habe natürlich auch sehr viele YouTube-Videos geschaut. Von Kollegen, Freunden, anderen Let's Playern und einfach von Leuten, wo ich die Sachen cool fand. Und ich habe viel Kommentare geschrieben. Und das stand in meinem Kanalnamen ja immer schon, was ich mache. Und wenn man coole Kommentare schreibt und sich mit den Leuten vernetzt, dann kommen die vielleicht mal auf den Gedanken, euren Kanal anzuklicken, weil da steht dann Hannibal Games. Macht Gaming-Kram. Okay, passt. Will ich mal gucken, was macht die? Damit macht ihr quasi unbewusst Werbung. Und ihr vernetzt euch gleich mit einer vernünftigen Community. Es ist sinnvoll, als Anfang, wenn ihr mit YouTube anfangt, wirklich viele Videos zu gucken, sich viel auch abzugucken, viel zu sehen, hey, wie macht der das? Gefällt mir das nicht? Kommentare dazu zu schreiben. Niemals macht niemals Werbung für euch in Kommentaren. Ich bin übrigens auch Let's Player. Nein. Ihr könnt vielleicht mal erwähnen, wenn es zum Thema geht, nach dem Motto, ja, hier, Thema YouTube und wie ist denn das bei euch so? Ja, ich weiß nicht, auf meinem Kanal läuft das immer bla bla bla. Dann ist das ja keine Werbung. Aber passt auf, wie ihr solche Sachen streut, ja? Am sinnvollsten ist es einfach, für sich zu werben, indem man präsent ist. Ihr zeigt, dass ihr da seid. Ihr zeigt, dass ihr auf Twitter Leuten schreibt. Ihr zeigt, dass ihr adäquate Kommentare schreiben könnt, dass ihr euch mit der YouTube-Community vernetzen wollt, dass ihr die Dinge toll findet. Und dann fängt man an, sich eine eigene kleine Community aufzubauen. Ja, das ist die Möglichkeit dahinter. Wie gesagt, macht niemals Video-Werbung macht niemals Werbung unter Videos, wenn es euch nicht erlaubt ist. Hier ist es euch heute ausnahmsweise mal erlaubt. Schreibt drunter, ich habe einen Kanal, ich mache das und das, ich bin der und der. Aber schön anständig. Schreibt ein bisschen was zu euch, damit wir wissen, warum wir darauf klicken sollen. Wieso sollen wir euren Kanal anklicken? Und vielleicht machen wir es dann mal so, dass wir bei jedem meinen Vlog am Ende einen kleinen Kanal vorstellen. Wäre vielleicht eine ganz coole Idee, könnte ich mir vorstellen. So, jetzt zu guter Letzt noch ein kleines Gewinnspiel. Da es ja schwierig ist, so als Anfänger bei YouTube Fuß zu fassen, wenn man einen sehr hässlichen Kanal hat, habe ich gedacht, ich zeichne einem von euch einen kleinen, einfachen Avatar und mache ein einfaches Kanalbanner. Grobe Vorstellungen von euch reichen dann, ich setze das um. Es wird nichts allzu Aufwendiges, ich mache das ein bisschen frei nach meiner Schnauze, weil es halt, ich möchte halt auch Spaß dabei haben. Und wenn jetzt, oh, ich hätte gerne so und so und das und das und das soll drauf und das und drauf, dann denke ich mir wieder, da ist nicht zu viel Arbeit und ich bin faul. Was Einfaches. Also ich werde, wenn ihr dann nach einem Foto oder nach einer Vorstellung zeichne ich den Charakter und mache ein schönes Kanalbanner. Das gibt es zu gewinnen für eine Person. Unter allen Kommentaren zu diesem Video. Schreibt, wenn ihr das gewinnen wollt, den Avatar und das Kanalbanner dazu, den Hashtag Honey Grafik Gewinnspiel in den Kommentar. Und zwar Honey wieder so H-O-N-Y und dann Grafik Gewinnspiel. Ja, ob ihr das richtig schreibt oder falsch schreibt, ist mir eigentlich Latte. Hauptsache, ich sehe, dass ihr das braucht oder haben wollt, ja? Wenn ihr sagt, ich brauche das nicht für YouTube, sondern für Twitter oder so, passe ich das an. Das ist nicht das Problem, aber ansonsten könnt ihr es auch selber anpassen. Habt die Antwortenfunktion auf Google Plus an, dass man auf eure Kommentare antworten kann. Ansonsten berücksichtige ich die Sachen nicht. Weil ich schreibe dann nämlich als Kommentar, du hast gewonnen, und schreibe dann der Person eine PN, damit die Leute Bescheid wissen, ne? Weil PNs auf YouTube sind so versteckt, dass sie manchmal kein Schwein entdeckt. So, kleines Gewinnspiel noch am Ende. Ich hoffe, das macht euch Spaß. Vielleicht hat der ein oder andere ja dann damit auch wirklich einen coolen Start auf YouTube. Und für alle, die Photoshop besitzen, habe ich auch noch diverse anpassbare Vorlagen, gerade zum Thema Avatar und Kanalbanner, in die Dropbox gelegt.
Bitte verändert diese Vorlagen ganz stark. Farblich, die Texturen, die Stile, die Schriftarten und so weiter und so fort, um ein eigenes Design draus zu machen. Es soll nur eine Idee sein, wie sowas gestaltet sein kann. Die Avatar-Vorlage ist mehr für Zeichner gedacht, die sich vielleicht ein bisschen orientieren können, wie einfach und schlicht etwas gut aussehen kann, weil das einfach nur eine Skizze ist. Das sind nur Avatar-Skizzen, wo man verschiedene Nasen, Münder und Augen zusammenblenden kann. So ein bisschen wie bei einem Avatar-Maker. Einfach um sich das mal anzugucken, zu sagen, ey, ich kann ja auch zeichnen, ich benutze das ein bisschen als Base oder ich koloriere mir das und so weiter und so fort. Ist nur was Einfaches, ist sonst zu arbeitsaufwendig. Ich kann nicht so einen Avatar-Maker machen. Das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, aber den würde ich dann sehr aufwendig gestalten und da würde ich dann wahrscheinlich Ewigkeiten mit beschäftigt sein. Ich hatte das mal geplant, aber ich habe gesehen, dass es super kacken viel Arbeit ist. Eines Tages vielleicht. Vielleicht dann auch einfach nur als riesengroße Photoshop-Datei zum Runterladen, damit jeder das so bearbeiten und basteln und ziehen kann, wie er das möchte. Gut, damit sind wir jetzt quasi durch mit dem YouTube Let's Play Tutorial Teil. Ich habe viel geredet, das Ganze steht auch nochmal gebündelt in der Videobeschreibung. Das werde ich so gut ich kann bündeln. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach noch ein bisschen auf Minecraft rüber. Sekunde, dafür packe ich mir jetzt mal wieder das darüber, drücke F5, ja, seht ihr? Und wir blenden hier rüber wieder direkt in die Daily Dose Minecraft. Und ich hole mir hier raus, was ich brauche. Das kommen wir quasi zum Minecraft-Teil. Das Spiel steht sonst so. Es muss da oben hin, sonst kann ich das nicht benutzen. Meine Maus hakelt schon wieder so komisch. Das sage ich halt. Ich weiß nicht, also mit der Razer Naga bin ich nicht so glücklich. Aber das ist jedem das Seine. Also bei vielen Leuten funktioniert sie, bei mir funktioniert sie eben nicht so toll. Gott, ist das laut. Hör mal auf, so laut zu schmatzen, wenn du isst. Das ist ja entsetzlich. Dankeschön. Ich wollte Treppen machen. Ich habe übrigens offscreen ein bisschen weitergebaut. Irgendwie total Brain AFK. Ich wollte nicht offscreen weiterbauen, ich habe es einfach getan. Ich weiß nicht, das war so bei Probeaufnahmen. Ich habe vergessen, dass ich keine Vorspeicherung gemacht habe, weswegen jetzt ein Teil des Daches schon da ist. Das ist nicht sonderlich spannend oder aufregend gewesen, was ihr da verpasst habt. Es ist natürlich jetzt Nacht. Jetzt ist natürlich Nacht, wenn ich darüber schwenke. Ich gucke übrigens gerade mal rüber. Ich habe mir hier noch die Kommentare von euch auf den anderen Bildschirm gepackt. Und ich fand es ganz cool, wie viele Leute zum Thema YouTube was geschrieben haben. Auch hier gerade hat Little Luke. Ich sag einfach mal Luke, so wie Luke Skywalker. Ich war sonst ja immer ein recht stiller Zuschauer, aber ich muss sagen, dieses überarbeitete Format regt mich an, doch mehr Kommentare zu schreiben und aktiver teilzunehmen. Das ist doch schön, siehst du mal. Ich finde es gut, dass du das Thema Verantwortung nochmal thematisierst und dazu ein kurzes Statement abgibst. Also wer die Folgen im Vorfeld, die zwei meinen Vlog-Folgen im Vorfeld nicht gesehen hat, sollte das tun, weil wir über das Thema Verantwortung als YouTuber reden. Und das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn ihr anfangt, YouTube-Videos zu machen, euch im Klaren darüber zu sein, dass selbst wenn ihr nur 5 Zuschauer habt, ihr ein gewisses Maß an Verantwortung für diese Leute übernimmt. Das angesprochene Wegschauen findet man leider viel zu häufig, sei es in der Öffentlichkeit, wo bei Dienstleistungen oder Schlägereien einfach weggeschaut wird, statt einzugreifen, indem man beispielsweise die Polizei ruft und sich einfach wichtige Details merkt. Niemand muss oder sollte da persönlich eingreifen und sich dazwischen stellen, da das durchaus ja auch eine Gefahr für einen selbst bedeuten kann oder auch beim Thema Mobbing in der Schule. Viele schauen weg und sehen nicht, was passiert, aber es wird dadurch auch nicht aufhören. Es gibt so viele Gelegenheiten, bei denen man einfach mal was sagen sollte und in diesem Zusammenhang auch bei YouTubern, welche einfach durch ihre Reichweite und Aufmerksamkeit bei jungen Menschen viel erreichen und bewegen können, einfach durch dieses kurze persönliche Statement oder eine kurze Erläuterung dazu. Ich betrachte für mich YouTube durchaus als eine Art Bildungseinrichtung im Sinne von Jugendzentren oder ähnlichen und nicht im Sinne von Schule. Denn auch in Jugendzentren, zumindest aus meiner Jugend, die noch recht kurz zurückliegt, war es so, dass dort auch mal Gespräche zu ernsteren Themen stattfanden und Aufklärung bzw. Verhaltensmaßnahmen besprochen wurden, wie man mit bestimmten Dingen umgehen sollte. Und das Ganze, wie auch auf YouTube, auf gleichrangiger Ebene, ohne diesen erhobenen Zeigefinger. Wenn du das siehst, musst du das machen. Ja, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt zum Thema der letzten Folgen. Ah ja, ich wollte mich da hochbauen. Seht, ich habe schon ein bisschen weiter gebastelt. Das ist etwas, was man sich halt auf jeden Fall klar machen sollte. Als YouTuber könnt ihr nicht einen auf Affe machen und weggucken. Ich hatte so das klassische Beispiel, es ist ja dieses asiatische, ich glaube sogar, es ist ein japanisches Sprichwort von den Affen, nur das Schöne sehen. Da ist es positiv gemeint. Bei den Japanern ist dieses nur das Schöne sehen sehr positiv gemeint als Sprichwort, sodass man halt sich, schau nur das an, was schön ist und halte dich von allem Schlechten fern. Das kann euch vor Schaden bewahren, ändert aber die Dinge nicht, die um euch herum schlecht sind. Es kann einen vor Schaden bewahren, manchmal die Augen zuzumachen und nicht hinzuschauen, wenn schlimme Dinge um euch herum passieren,
passieren. Zum Beispiel, wenn euch Leute haten, ist es sehr hilfreich, die Augen vor diesem Übel zu verschließen. Das ist eins der Übeldinge, die man, wenn man ihnen keine Beachtung schenkt. Genau, lecker Beachtungsschinken. Wenn ihr negativen Kommentaren keine Beachtung schenkt und diese einfach konsequent löscht und die Leute wegblockiert, dann auch Kritik kann mal mehr ein Hate sein, als dass es wirklich sinnvolle Kritik ist. Also es ist schwierig, das auseinanderzuhalten, aber ich versuch euch einfach so ein bisschen was thematisch dazu zu erzählen. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen. Einfach, wenn ihr es nicht ertragt, einfach aus dem Augen, aus dem Sinn. Und da spricht wieder die japanische Variante des Sprichworts an, mit dem Affen nicht hinsehen, nicht hören, nicht machen, nicht tun. Aber in unserer westlichen Welt wird dieses Sprichwort ja deswegen sehr oft so verstanden, dass man halt vor den schlechten Dingen halt auch ja quasi zu starken Abstand nimmt. Und das sollte man nicht unbedingt tun. So, jetzt muss ich nochmal gerade gucken, wie wir da drinnen den Hintergrund aufgebaut haben, um das besser bearbeiten zu können. Keine Ahnung, wie ich da den Boden reinziehen will. Und wo ich da den Boden reinziehen will. Und ob ich da den Boden reinziehen will. Das ist ja ziemlich hoch hier. Da würde ich das dann auf... Ich mache das nur mal schon mal hier hin. Auf dieser Ebene machen. Huch. Aber auf dieser Ebene Boden. Dann kann man vielleicht ein Podest vors Fenster bauen. Damit man aus dem Fenster gucken kann. Und hätte halt auch so ein bisschen größeren Dachboden. Das muss ich mir jetzt ja nur noch auch gerüstmäßig hier reinbauen. Da wünsche ich mir manchmal Creative Mode einfach so. Aua! Und ich sollte schon mal da anfangen, wo ich Fenster haben will und wo ich dann auch dementsprechend wieder schöne, grasige Sachen haben möchte. Gras über die Sache zu wachsen, zu lassen, zu tun. Meine Deutsch hatte wieder sehr gut, habe ich gekauft bei Aldi für 3,90 €. Wir hatten auch noch, ich finde den Kanal, nur nicht mehr, also nicht den Kanal, sondern den Kommentar nicht mehr. Ich finde den Kommentar nicht mehr. Das war jemand, der mit YouTube, glaube ich, anfangen wollte und hat Probleme aber hat, auseinanderzuhalten, was halt Kritik ist und was Hate ist, weil die Person Autist ist. Für einen Autisten ist es halt immer so ein bisschen schwierig, das zu deuten, was andere Leute so denken, sagen und meinen. Stelle ich mir ziemlich unangenehm manchmal vor, das muss ganz schön anstrengend sein. Da kann ich aber halt leider auch keinen großen Rat zu geben, außer zu sagen, dass man halt dann Freunde bitten sollte, einem zu sagen, warum, wo kommst du her, du blöde Kuh? Wir sind drin mehrere gespawnt. Wo kommt der denn her? Hier ist doch hell. Wo ist der hergekommen? Wo ist der hergescheißert? Ist doch hell wie Sau. Ich fuck jetzt überall Lampen hin, damit der nicht zum Kripper nochmal ankommt. Vielleicht oben gespawnt, aber oben ist doch auch hell. Ja, also ich kann da halt nur sagen, raten, sich mit Freunden auseinanderzusetzen, die einem helfen können dabei und einem sagen können, das ist wirklich Kritik. Ich kann euch einfach auch eins sagen, richtig gute Kritik werdet ihr auf YouTube sehr, sehr, sehr selten sehen, weil entweder die Leute akzeptieren und feiern, was ihr macht und mögen euch und sagen, ja, das ist ja nun mal, ich meine, das ist immer etwas, was man für sich freiwillig viel Arbeit macht, ja. Kritisieren könnt ihr nur die kommerziell YouTuber eigentlich, weil die sagen könnt, ey, ihr arbeitet kommerziell, ihr kriegt Geld dafür, Product Placement und all so einen ganzen Kack, ne. Da kann man auch erwarten, dass ihr dann das und das umsetzt, was die Community sehen will, weil ohne uns verdient ihr ja kein Geld, bla. Und bei anderen Leuten ist es halt so, die habt ihr sowieso frei, irgendwie Adblocker, sonst irgendwie so ein Krempel, macht das nicht. Zu nutzen, um die Werbung vor YouTube-Videos wegzuhalten und, das ist halt so, wenn dann jemand sagt, ey, ich finde dein neues Mein-Vlog-Format voll dumm, ich guck das nicht, denke ich mir, ja, das ist mir egal. Weil, ich mach das, worauf ich Bock habe und was mir Spaß macht. Ich habe da oben eine Treppe falsch gesetzt, sehe ich gerade. Schlimm, schlimm. Guckt euch das an. Richtig hässlich. Ja, das muss schlimm für sie gewesen sein, dass sie nochmal die ganze Stufe da hoch musste, um das jetzt wegzumachen. Ja, nee, läuft. Whoop. Jetzt hier auch. Das ist cool. Und dann würde ich eventuell hier oben auch nochmal ein Fenster reinballern. Ist das eigentlich symmetrisch? Ich weiß nicht. Irgendwie kommt mir das überhaupt nicht symmetrisch vor hier. 1, 2, 3. 1, 2. Aha, es ist nicht symmetrisch. Das ist ja schlimm. Dann kann man das ja so machen. Nee, jetzt sieht's aus wie ein lachendes Haus. Hallo, Smiley Face. Nee, das kann ich auch nicht akzeptieren. Also, dann da lieber so hier. Kriegt die Dinger noch? Ja, danke schön. Das sieht schon lustiger aus. Haben wir noch einen Kommentar, der interessant ist?
Da hat jemand schönen Caps Lock geschrieben. Lollipop23, die hat mir, glaube ich, irgendwo anders auch geantwortet. Hey, was könntest du denn anderen raten, wenn sie YouTube-Videos machen wollen, aber Angst haben, dass die so sehr gehatet werden, dass sie irgendwann nicht mehr können? Wenn ihr so große Angst habt, YouTube-Videos zu machen und ihr dann eventuell gehatet werdet, dann müsst ihr euch entweder denken, do it, just do it, do it, do it, YOLO, do it, do it, do it, just do it, just make it, do it. Oder halt, macht's nicht. Dann macht's einfach nicht, wenn ihr so große Angst habt. Ich kann euch sagen, ihr könnt die Angst verlieren und ihr habt die Macht und die Kontrolle über euren Kanal. Die große Macht und die große Kontrolle über euren Kanal. Ihr könnt das nämlich einfach alles löschen und die Leute blockieren. Ja. Ihr könnt auch ausschalten, dass man eure Videos bewerten kann. Ja. Und da sagen wir, das ist Machtmissbrauch von YouTubern. Nein, es ist euer Kanal, eure Regeln, eure Freizeit, euer Hobby, euer Spaß. Ja, da dürft ihr das Tempo bestimmen und ihr die Thematiken bestimmen. Ich bin so ein bisschen unschlüssig, wie ich das hier dann noch gestalten soll und wie das da aussehen soll. Also so von außen sieht das ganz geil jetzt aus. Ich guck mal gerade, ob ich von dem, damit ich nicht immer dann darüber gucken muss, ob ich, huch. Habe ich meine Schuhe ausgezogen? Mensch. Sonst muss ich mal darüber gucken, wie ich das gemacht habe. Ich guck mal gerade, ob ich noch Screenshots habe von dem Haus. Weil ich mache immer für meine Thumbnails, mache ich ja immer Screenshots. Und vielleicht habe ich ja, ich habe von dem anderen Haus Screenshots. Dann kann ich mir die jetzt mal gerade hier drüben angucken. Uff, wie kann man das denn hier drüben umsetzen? Da muss ich mal ein bisschen gucken, wie ich das gestalten möchte. Ich glaube, das mache ich hier noch ein bisschen anders. Weil wir da sehr kleine Fenster haben und ich habe jetzt hier sehr große Fenster gemacht. Ich habe hier Stein dabei, brauche aber keinen Stein, ich brauche das hier eigentlich. Komm mal mit. Nein, nicht dort, nein. Bleibst du hier, ist brav. Jetzt habe ich hier ein großes Chaos veranstaltet. Nein, das war inkorrekt, das war nicht korrekt, das war falsch. Den wollte ich nehmen, so. Eins, zwei. Dann mache ich nämlich Zweierfenster hier hin, damit es ein bisschen großzügiger aussieht. Ich habe keinen Gravel bekommen, weil ich so einen blöden Kiesel... Doch nicht. Alles gut. Okay, alles gut. Dann gucken wir mal. Da muss auf jeden Fall Gras drüber wachsen. Ah, schon wieder der Kieselblob da unten. Das müssen wir dann halt hier komplett rüber wachsen lassen. Das würde wieder eine Ewigkeit dauern. Das lasse ich dann wieder offscreen von Minecraft einfach machen. Ja. Okay, wir haben bei dem da drüben das eine Fenster, den Abstand. Dann habe ich das da so. Da muss ja erstmal Gras drüber wachsen. Fenster. Direkt über den Rist. Schauen wir doch mal, ob das hier dann auch klappt. Direkt über den Rist. Wo haben wir hier? Direkt da drüber. Das ist dann... Nee, das ist dann hier, wäre das. Das ist schwierig, von dem kleinen Haus auf das große Haus jetzt umzuschätzen. Aber sollte klappen. Und dann waren da wieder zwei links und dann kamen wir da drüben hin. Muss ich mir jetzt mal genauer angucken. Moment. Na, komm schon. Wir werden auch mal, wie gesagt, bald wieder ein bisschen Minecraft PvP machen, weil ich da voll Bock drauf habe. Ich weiß nicht, ob wir das dann auch in meinen Vlog machen sollen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das möchte ich gesondert halten. Und hier ist das Fenster und da ist das Fenster. Das sind zwei dazwischen. Ja, das ist korrekt so. Und ich brauche auch hier dann Gras drüber, damit das cool aussieht. Da müssen wir jetzt ein bisschen gucken, dass wir das irgendwie komplett vergrast kriegen. Also hier könnte überall Gras drüber wachsen. Komplett. Weil das ja alles miteinander connected ist. Oder? Wenn ich das jetzt richtig sehe. Moment. Müsste jetzt eigentlich klappen. Okay, dann haue ich mich da jetzt mal ins Bett, ehe jetzt hier wieder ein Creeper angezwiebelt kommt. Das ist ja schlimm. Ey, da gehst du in so ein Haus rein, es kommt dir erstmal so ein unerwünschter Mitbewohner entgegen, ja? Da hinten brennt auch schon wieder die ganze Bagage. Och, und Spinnen. Was hier alles gespawnt ist innerhalb von den 3 Sekunden, wo ich mal nicht hingeguckt habe. Geh weg. Hast du dich etwa gerade unter die Laterne sichergestellt, damit du kein Sonnenlicht abbekommst? Ich glaube, es hackt. Okay, da drüben das Dach müssen wir noch fertig machen. Wir müssen noch fürs Dach viel fertig machen. Aber ich würde ganz gerne erstmal da vorne das mit dem Gras fertig kriegen, damit wir diesen ganzen Scherpempel da wegkriegen.
Weil das ist ja nicht schön. Das ist ja... Ich glaube, da lasse ich erstmal Gras über die Sache wachsen. Wir haben ja jetzt auch schon 40 Minuten aufgenommen. Das Ganze war halt heute mal mehr ein Mentorial, ein Tutorial-Vlog, ein was auch immer. Ja, ich hoffe, das hat jetzt einige Fragen beantworten können. Ich habe versucht, euch ein bisschen was zum Equipment zu zeigen. Was ich selber benutze hier zu guter Letzt, das hier ist ein Neumann-Mikrofon TLM 102. Ihr könnt selber gucken, wie teuer es ist. Ich habe es gebraucht, gekauft. Ich habe es wesentlich billiger gekriegt. Das hier ist ein Mikrofonständer mit einem Billig-Popschutz. Ich benutze ein, was ist das? Grace Verstärker mit einem Vocalist Live 5. Ja, Sound-Mischbox-Gedöns. Ich habe einen Orb-Weaver, um meine WSD-Steuerung zu machen, meine kleine Razer Naga. Ich habe ein Cintiq UX21 Pen-Display als Grafiktablett und einen billigen Acer-Bildschirm mit schlechter Scheißqualität, aber ja. Und ansonsten trage ich ein, ich habe keine Ahnung, was Headset auf meinem Kopf. Das ich persönlich halt ganz hübsch fand, war so schön bunt. Was ist denn das für ein Ding? Bist denn du? Du bist ein SteelSeries-Headset. Jo. Das Mikrofon ist okay. SteelSeries Headset ist ganz in Ordnung, ist auch nicht so teuer. Ich mag es halt, weil es schick aussieht. Ich finde, es sieht halt gut aus und passt gut rein. Adobe Photoshop als Software und dann, ja. Gut, also das mit dem Haus, bis das mal fertig wird, das wird noch ein bisschen dauern. Hallo Creeper, der hat uns bestimmt jetzt gesehen, verfolgt uns und sprengt uns dann die ganze Bude weg. Aber ich kann mir vorstellen, dass das hier sich ganz gut zusammen einpasst. Okay, wir gehen dann als nächstes ganz hoch und machen das Dach fertig in der nächsten Folge. Wie immer, alle Fragen in die Kommentare. Vergesst das Gewinnspiel nicht. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Your Daily Dose Mine Vlog. Bis dahin. Bye.